Wir waren jetzt gerade in Bordeaux bei einem schwäbischen Möbelhaus, ja, Ikea. Und zwar ist es so, dass wir... wir sind zwar sehr, sehr zufrieden so momentan schon mit der Optik in Fridolin, allerdings stört doch noch eine Sache, weil es so offen ist, und das sind diese Regale hier. Die sind zwar wunderschön, auch das Makramee ist echt cool, aber wie ihr selber ja sehen könnt, ja, liegt da alles irgendwie drin und ja, das passt uns alles nicht so gut, und statt eben einen Schrank selber zu bauen, was wir hätten ja auch machen können, sind wir jetzt zu Ikea gegangen. Haben uns einen fertigen Schrank gekauft, da steht das gute Stück, den bauen wir jetzt auf und dann zeigen wir euch einfach mal das fertige Ergebnis. Wir sind jetzt im schönen Cadillac, das ist ungefähr eine Stunde von Bordeaux entfernt. Eigentlich hatten wir uns einen Naturstellplatz rausgesucht, aber das war so uneben und wir sind froh, dass wir da wieder rausgekommen sind. Und jetzt haben wir einen Parkplatz in der Nähe der Stadt gefunden und hier haben wir jetzt uns einfach mal angeguckt, was es hier so gibt. Wir sind jetzt gerade erst wieder 10 Minuten unterwegs und haben hier bei einem Carrefour, bei einem Supermarkt, Waschmaschinen entdeckt und wir müssen dringendst Wäsche waschen. Deswegen werden wir das jetzt hier auf jeden Fall machen. Ihr habt oft so die Möglichkeit, dass Waschmaschinen irgendwo beim Supermarkt oder auch in Städten stehen, einfach offen stehen, die ihr dann per Münzen füttern könnt und da eure Wäsche waschen könnt. Wir sind an unserem nächsten Spot wieder mal angekommen und es ist wirklich gigantisch. So wie die Temperaturen, so auch der Spot, einfach nur heftig. Wir qualmen hier ab, aber wir wollen gar nicht so lange quatschen. Wir zeigen euch das Ganze als allererstes mal von oben und dann ein bisschen von hier unten. Viel Spaß! Also dieser Spot ist wirklich wunderschön und dieser See, das ist echt der Hammer. Hier sind so viele Tiere, die man sehen kann. Das Einzige, was uns ein bisschen gestört hat, ist, dass wir hier nicht baden durften. Wir hätten so gerne bei diesen Temperaturen einfach, wären wir so gerne ins Wasser gesprungen. Aber hier sind so viele Tiere, ich weiß auch nicht, ob man das da möchte, weil man nicht weiß, was im Wasser sich verbirgt. Aber die Bilder habt ihr ja schon gesehen. Also es sollen hier Schlangen, Schildkröten, Flusskrebse, Riesenhechte geben. Ist auf jeden Fall echt krass. Und natürlich achten wir auch auf die Verbotsschilder und sind natürlich nicht schwimmen gegangen. Wir sind hier wieder an unserem Spot natürlich ein bisschen wandern gegangen und auch an dem Fluss waren wir jetzt eben gerade. Und hier ist jetzt gerade ein Anbau. Das ist ziemlich nass. Und hier wachsen Kiwis. Wir haben noch nie im Leben Kiwis an Bäumen gesehen. Und irgendwie ist das total faszinierend. Aber auch nass, weil die werden ordentlich besprüht hier. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Wir verabschieden uns von dem schönen Ort dann zack. Wir haben hier 2 Nächte geschlafen, war mega, mega schön. Wir wollten mal ein bisschen mehr Pause haben als immer nur einen Tag an einem Stellplatz. Deswegen haben wir 2 Nächte geschlafen. Und ja, war richtig cool, auch im Fluss Garonne zu baden. Und ja, jetzt geht's weiter und mal sehen, wo es uns jetzt hin verschlägt. Wir haben wieder einen wundervollen Stellplatz über Park4Night gefunden, etwas in der Stadt oder im Dorf, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie groß das Ganze hier ist. Fußläufig 5 Minuten ist ein Fluss, wo man eigentlich nicht drin schwimmen darf, zumindest laut einem Schild. Kann man sich aber Kanus mieten und kann da eine Kanutour machen. Hier dürfen Camper offiziell stehen, also für 48 Stunden. Denn Fähr- und Entsorgung ist hier nebenan auch noch. Also wirklich alles sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir für euch ein Q&A-Video aufnehmen. Das seht ihr auf jeden Fall auch auf dem Kanal, habt ihr vielleicht sogar schon gesehen. Und ansonsten zeigen wir euch natürlich auch wieder die Umgebung noch ein bisschen. Wir sind jetzt hier in Carcassonne angehalten. Das wurde uns von mehreren auf Instagram empfohlen und das nehmen wir natürlich mit auf unserem Weg zur Mittelmeerküste. Ja, mit unserem Wohnmobil war das nicht so einfach, einen Parkplatz zu finden, weil es ja eine große Stadt ist. Jetzt haben wir aber einen richtig, richtig schönen Platz gefunden, auch direkt am Fluss. Und wir schauen uns jetzt mal die Stadt an. Wir sind jetzt an einem unserer nächsten Spots angekommen, wo wir auch das erste Mal in Frankreich Flamingos sehen durften. Das werdet ihr auf jeden Fall in den folgenden Videos noch sehen. Jetzt möchte ich aber so ein bisschen darauf eingehen. Einige, die das Intro fleißig verfolgen mit der Karte, haben jetzt gemerkt, dass wir Spanien und Portugal ausgelassen haben. Das gehört sich für eine richtige Europareise eigentlich nicht. Allerdings gibt es dafür zwei Gründe. Der Hauptgrund ist einfach momentan, muss man so sagen, Corona. Wir haben keine Angst oder wir haben auch keine Angst, dass wir uns anstecken. Allerdings ist es so, dass man ja auch wegen diesem Virus einfach irgendwo feststecken kann. Und wir wollen einfach nicht unsere kostbare Zeit dafür opfern, irgendwo in irgendeinem Land festzustecken. Und der zweite Grund ist, auch Corona-bedingt, meine Eltern kommen uns sehr bald besuchen und die würden einfach nicht nach Spanien oder Portugal fahren, weil die können sich das eben nicht erlauben, nach Deutschland zurückzukehren und in Quarantäne zu gehen oder ähnliches. So ist der Stand momentan. Die Videos kommen ja immer etwas später raus. Es kann da natürlich schon ein bisschen anders sein, allerdings ist es zu diesem Zeitpunkt so. Darum sind wir jetzt auf der Mittelmeerseite, werden weiter Richtung Italien fahren. Und das wollten wir euch einfach nochmal ganz kurz erläutern, wieso, weshalb, warum haben wir Spanien, Portugal ausgelassen. Das ist der Grund. Sehr, sehr schade. Wir wollten beide sehr gerne nach Spanien und Portugal natürlich das Ganze gerne auch sehen. Allerdings wird sich das hoffentlich ein anderes Mal ergeben, beziehungsweise dass wir Spanien und Portugal einfach nochmal nachholen. Trotzdem viel Spaß weiterhin bei der Reise.